Liebe Wochenblatt-TV-Zuschauer, unser Landrat des Landkreises Friesland, Sven Ambrosi, hält heute seine Ansprache zum Jahreswechsel 2011-2012. Ich denke, dass der Landrat, Herr Sven Ambrosi, die Gedanken und Wünsche der Friesländer für das kommende Jahr zusammenfassen wird. Liebe Friesländerinnen und Friesländer, 2010 war ein spannendes, ein schwieriges, aber auch ein gutes Jahr. Die Arbeitslosenzahlen haben sich positiv weiterentwickelt. 6% jahresdurchschnittlich, so gut waren wir schon lange nicht. Wir konnten weiterhin die Schulen ausbauen, Wirtschaftsförderung fand statt und neue Impulse für den Arbeitsmarkt wurden gesetzt. Das wollen wir für 2011 weiter vorantreiben. Der Landkreis Friesland hat das vierte Mal in Folge einen ausgeglichenen Haushalt. Für 2012 wollen wir nochmal 9,2 Millionen in unsere Schulen investieren und wir wollen auf dem Arbeitsmarkt Impulse setzen mit einem eigenen regionalen Arbeitsmarktprogramm, weil wir ab dem 01.01. über die Option für die Langzeitarbeitslosen verantwortlich sind. Sie sehen, viel Arbeit liegt vor uns, aber unser Landkreis Friesland hat Chancen wie schon lange nicht mehr. Das wollen wir mit Ihnen zusammen, den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern weiter vorantreiben, weil unser schönes Friesland es verdient hat, unsere Kinder es verdient haben, dass wir jeden Tag dafür arbeiten, dass wir immer ein Stückchen besser werden. Für Sie und Ihre Freunde und Familien alles erdenklich Gute, vor allen Dingen Gesundheit und ein gutes, gesundes und glückliches 2012. Wie der Landrat Sven Ambrosi auch, wünschen wir Ihnen für das neue Jahr nur das Beste und dass alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.